Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei Entzündungen am Auge, Nachbehandlung von Operationen, Verletzungen der Hornhaut. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe, den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge. Und es geht um fettartige Substanzen, in Klammern Augensalbe, das ist weißes Vaselin, dünnflüssiges Paraffin und Wollwachsalkohole, in Klammern unkonserviert. Die sind grün bewertet, geeignet zur Unterstützung der Behandlung von Verletzungen der Hornhaut. Ich lese vor. Fettartige Substanzen in Klammern Augensalbe. Nach dem Auftragen legt diese Salbe einen fettigen Film über die Augen. Das macht den Lidstark leichter erträglich, der sonst bei Hornhautverletzungen als unangenehm empfunden werden kann. Weißes Vaselin, dünnflüssiges Paraffin und Wollwachsalkohole in Klammern unkonserviert. Die Bewertung grün. Geeignet zur Unterstützung der Behandlung von Verletzungen der Hornhaut. Wichtig zu wissen, für Schwangerschaft und Stillzeit. Diese Augensalbe kann ohne Bedenken angewendet werden. Es geht weiter mit Glukokortikoide als Augengel, Augensalbe, Augentropfen, unkonserviert. Das ist Dexamethason, Hydrocortison und Prednisolon, sind die grün bewertet, geeignet bei Entzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind. Und konserviert sind die hellgrün bewertet, auch geeignet bei Augenentzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Ja.